Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, geliebte Freunde, da seid ihr endlich wieder. Ich habe euch vermisst, das kennt ihr ja von mir und wir haben heute mal wieder One-Take-Time, das kommt ja bei euch ziemlich gut an, was ich super finde. Ich habe hier für euch einen wunderbaren USB 3.0 Hub, der besteht aus vier verschiedenen, beziehungsweise aus vier USB-Slots und den wollen wir uns mal genauer angucken. Das ist von der Marke JSVER, ich glaube, ich spreche das richtig aus, ich habe keinen blassen Schimmer. Und den stelle ich euch vor, der ist für euren PC gedacht, also für den USB 3.0 Anschluss, damit ihr auch hiermit komplett die volle Ladung an Power rausbekommt, wenn ihr dann eure Festplatten und so weiter anschließt. Das Ganze ist verlinkt auf Amazon, das könnt ihr da angucken und auch kaufen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr was gekauft habt, egal was, dann unterstützt ihr gleichzeitig den Kanal. Und ich würde mal sagen, fangen wir an. Erstmal ist es schön, dass wir Weihnachten haben, bald. Ich liebe ja den Dezember und bin ja immer viel draußen, mache Fotos, deswegen folgt mir mal auf Instagram. So nebenbei, so ein bisschen Werbung machen. Ihr kennt das ja von mir. Ja, vorne sehen wir das Produkt an sich. Erstmal, dann sehen wir hier das Logo, beziehungsweise den Markennamen. Ultra Slim USB 3.0, das ist ein 4-Port-Gerät. Ja, mehr ist eigentlich nicht. Dann ist hier noch ein bisschen was dazu. Ich muss mal gucken, ob ich es scharf genug habe. Ja, also. Dann habe ich hier noch hinten ein paar Daten. Das Ganze, ich glaube, wie teuer war der denn? Ich glaube 12 Euro, ich weiß es aber nicht, muss ich nochmal gucken. Ja, den gucken wir uns einfach jetzt mal direkt an. Erstmal schön eingepackt, wie man sieht, nochmal hier in der Verpackung. Das Ganze gefällt mir gut. Gute Aufmachung und eine Marke, die ich so nicht kenne. So, und weiter geht's mit dem Auspacken. Es ist ja schon fast wie Weihnachten, das finde ich ja mal super. So, geliefert ist das schöne Teil tatsächlich in einem Kondom, sage ich mal. Erst gucken wir uns die unwichtigen Sachen an. Das ist einmal, was ist denn das? Einmal die Beschreibung, wie man sieht, ein paar Infos, die man eigentlich nicht braucht. Ist eigentlich auch nicht relevant. Legen wir mal gleich hier beiseite. Dann haben wir hier noch die Garantiekarte. Die ist, glaube ich, aber nicht gültig, denn Amazon bietet generell 24 Monate. Das heißt, da seid ihr immer sicher. So, das legen wir mal alles beiseite. Das brauchen wir gerade nicht. Und hier ist er, der im Kondom eingepackte USB-Hub. Tada! So, ich habe ihn natürlich schon vorher getestet und kann dazu einiges sagen. Ich will ein bisschen näher rangehen. Entschuldigung, liebe Freunde. So, ja, hier haben wir den Markennamen. Hier sind die drei Slots. Dann haben wir hier noch einen weiteren Slot. Und das Kabel dazu. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das ganze Ding besteht, beziehungsweise dieses hier besteht komplett aus, was ist es, Alu? Denke ich mal. Hier habt ihr dann noch eine Lampe, also beziehungsweise eine LED, die leuchtet dann, wenn ihr das Ganze angeschlossen habt. Und durch dieses Alu-Gehäuse ist das Ding halt super gekühlt und es kann nichts passieren. Es ist sehr wertig, also wirklich ziemlich hart und stabil. Ja, ihr wisst ja, Link zum Schwert in der Beschreibung. Und das Kabel hier, das ist super gemacht. Das ist eine sehr gute Qualität, also das kannst du jetzt nicht so einfach knicken, wie man sieht. Und tja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ich habe das Ganze getestet mit einer 2,5 Zoll Festplatte, mit einer 3,5 Zoll Festplatte und bekommen da bei der 2,5er, was war das noch, 65 bis 75 MB die Sekunde, das ist super. Und ich bekomme bei der 3,5er, das sind glaube ich 110 MB, die ich da hatte, also das funktioniert komplett. Das Ganze schließt ihr an den blauen Anschluss an, also ihr könnt es auch abwärtskompatibel benutzen. Das heißt, über USB 2.0 läuft das ohne Problem. Und ihr werdet da keine Probleme haben. Ich habe getestet, also ich konnte hier vier Geräte anschließen, was man eigentlich nicht machen sollte, bevor das Ding durchschießt. Aber es hat funktioniert und es gab auch keine Probleme soweit. Was gibt's da noch zu sagen? Link ist in der Beschreibung, meine Freunde. Könnt ihr mal reinschauen, das Ganze. Ich habe noch einen Blogartikel darüber geschrieben. Wenn ihr mal Bock habt, dann schaut mal auf jetztesteich.de vorbei. Das ist unten verlinkt. Ja, und schaut euch mal da die Bilder dazu an. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Ganzes ist verlinkt auf Amazon. Wenn ihr was kauft, denkt dran, unterstützt ihr den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, unten in die Infobox bzw. in die Kommentarfunktion einfach was reinposten. Und ich bin dann für euch da. Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder. Mehr brauche ich dazu nämlich gar nicht sagen. Deswegen besucht mich mal auf Facebook, edit mich da. Instagram könnt ihr mich verfolgen und so weiter und so fort. Ansonsten hier die Endcard oben rechts. Ich weiß gar nicht, was ich verlinke. Ich verlinke irgendwelche Videos, die könnt ihr euch mal anschauen. Passend zum Thema und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich, ich bin für euch da. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Freunde. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Baut keine Scheiße und wenn ihr Bock habt, lasst einen Kommentar da. Bis dann, euer Chris.